Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender. Heute öffnen wir Türchen Nummer 4 und ich hoffe, ihr habt einen Kaffee dabei. Lehnt euch gemütlich zurück und ich lese euch heute Morgen die Geschichte, eine Geschichte von Christian Döring vor, der mir im Vorfeld schon geschrieben hat, dass er sehr gespannt darauf ist, wie ich das Plattdütsch in seiner Geschichte vorlesen werde. Und ich bin auch gespannt, wie ich über diese Klippen hinwegkomme, lieber Christian. Christian Döring, so steht es wieder in Weihnachtswundernacht, Band 5 im Abspann, snackt gern platt und rezensiert Bücher. Hat auch schon für mich was rezensiert. Er ist verheiratet mit Roswitha und lebt mit ihr, 5 Kindern, 2 Wellensittichen und 2 Katzen mitten in einem brandenburgischen Wald. Bereits erschienen ist von ihm sein Buch Bibel statt Parteibuch. Auf jeden Fall ist das allein schon eine Beschreibung, die sehr neugierig macht, denn zu Hause war ich bei ihm noch nie eingeladen. Mitten in einem Wald, etwa in einer Holzhütte, lieber Christian. Nun denn, das könnte etwas sein, das dich inspiriert hat zu dieser Geschichte, die du geschrieben hast dieses Jahr, nämlich das Weihnachtswunder von Mecklenburg. Die Marienkirche im älteren Teil der ehrwürdigen mecklenburgischen Kleinstadt war, wie immer um diese Zeit, weihnachtlich geschmückt. Ganz vorne, noch direkt vor dem Altar, und unterhalb von der Jesusfigur am Kreuz befanden sich die Requisiten für das Krippenspiel der Kirchengemeinde. Alles war dem Stall von Bethlehem nachempfunden, in dem Maria das Jesuskind geboren hatte. Bis zum Gottesdienst am Heiligen Abend, bei dem eine Jesuspuppe in die Krippe gelegt wurde, blieb diese wie gewohnt leer. Einen Tag vor Heiligabend trafen sich die Kinder und Erwachsenen zur Generalprobe. Gemeinsam spielten sie das Spiel der Spiele, die Mutter aller Theaterstücke. Tom war mächtig aufgeregt. Einige Male stockte er sogar mitten in seinem Text, dabei hatte er ihn zu Hause perfekt drauf gehabt. Heute konnte er sich nicht auf die Probe konzentrieren. Während er hier den Josef verkörperte, beobachtete er gleichzeitig im hinteren Teil des Kirchenschiffes hinter einer mächtigen Steinsäule eine Frau. Er kannte sie nicht. Sie hielt in einer Decke ein Baby. Zu hören und zu sehen war es nicht, aber Tom war sich sicher, dass man so ein Baby warm hält. Und es musste warm gehalten werden, denn es war in diesem Jahr früh kalt geworden. Opa hatte gesagt, in diesem Jahr habt ihr Kinder gute Chancen auf weiße Weihnachten. Als die Generalprobe vorbei war, kam schnell noch Martinas Vater mit dem versprochenen Bund Stroh in die Kirche gelaufen. Die Familie hatte einen Bauernhof und spendierte jedes Jahr für das perfekte Bühnenbild einen Bund herrlich duftendes Stroh. Martinas Vater, Herr Panwitt, polsterte die Krippe damit aus und den Rest der gebrochenen Halme streute er einfach um die Krippe herum. Als der Hausmeister das sah, stöhnte er hörbar auf. Wenn ihr hier in der Kirche fertig seid, macht einfach die Kirchentür zu. Ich komme heute Abend noch einmal vorbei, um wenigstens den Mittelgang strohfrei zu fegen. Nicht, dass sich morgen wieder ein paar Leute aufregen. Endlich konnte Tom gemeinsam mit den anderen Kindern hinaus in den bereits dunklen Abend laufen. Es war bitterkalt geworden und die Sterne funkelten vom Himmel um die Wette. Tom lief noch einmal über den Weihnachtsmarkt, der wie in jedem Jahr rund um die Kirche aufgebaut war. Aber einen Tag vor Heiligabend zog es ihn doch schneller als gewohnt nach Hause. Der Familienrat hatte beschlossen, dass der Christbaum bereits am Tag vor Heiligabend geschmückt werden durfte. Erst war Toms Mutter dagegen gewesen, aber Tom und seinem Vater war es in einer gemeinsamen Überredungsaktion gelungen, die Mutter davon zu überzeugen,
dass es einen viel ruhigeren und entspannteren heiligen Abend geben könnte, wenn das Schmücken des Christbaums schon erledigt wäre. Tom freute sich wie jedes Jahr neu auf das Schmücken. Auch wenn er schon seit Jahren die Existenz des Weihnachtsmannes grundlegend bezweifelte, das Schmücken des Christbaums war eine heilige Sache. Außerdem waren in diesem Jahr wieder sein Vater und er am Zuge. Wenn sie schmückten, kam alles auf den Baum, was die große Weihnachtskiste hergab. Jedes zweite Jahr schmückte Toms Mutter. Dann gab es nur Strohsterne und aus Stroh gebastelte Engel. Schon wenige Minuten später packte Toms Vater die Weihnachtskiste aus. Tom genoss den Duft aus dem Dachboden. Immer wieder amüsierte er sich darüber, dass die alten Pappschachteln ein weiteres Jahr durchgehalten hatten, obwohl seine Mutter alle zwei Jahre neu empfahl, die Schachteln müsst ihr Männer unbedingt erneuern, sonst gehen sie kaputt und dann zerdeppert es euch eure bunten, kitschigen Kugeln. Heute Abend wurde erst einmal geschmückt. Der Vater übernahm die oberen Äste und Tom platzierte die roten Kugeln an den unteren. Nachdem kein bisschen glänzendes Lametta auf dem Tisch mehr zu finden war, standen die beiden Männer zufrieden vor ihrem Kunstwerk. Toms Mutter saß im Sessel und amüsierte sich über ihre Helden. Plötzlich erklang in die andächtige Stille hinein Beethovens Neunte. Papa war noch nie ein Fan von Beethoven gewesen, aber diese Melodie hat es ihm so angetan, dass er sie als Klingelzeichen in sein Handy eingegeben hatte. »Ja, Wolf«, meldete sich Toms Vater. »Aber Herr Bergmann, was soll das denn einen Tag vor Heiligabend? Was gibt es denn so Dringendes, dass unbedingt jetzt sofort alle Kirchenältesten zu einer Sitzung zusammenkommen müssen?« Toms Vater haute nichts so einfach um. Aber jetzt setzte er sich in den Wohnzimmersessel und fragte lauter als gewohnt, »Und diesen kleinen Jesus haben Sie eben gerade in unserer Krippe gefunden?« Toms Mutter saß in Sekundenschnelle gerade in ihrem Sessel und auch Tom lauschte jedem Wort aufmerksam. Sofort erinnerte er sich an die Frau, die hinter der Säule gestanden und sie bei der Generalprobe beobachtet hatte. Hatte sie ihr Kind einfach in der eiskalten Kirche Mutterseelen allein zurückgelassen? Das war Hausmeister Bergmann. Er hat das Stroh vom Mittelgang weggefegt und als er damit fertig war und das Licht gelöscht hatte, wollte er abschließen. Aber dann hörte er etwas und war sich sicher, dass sich wieder mal eine Katze in die Kirche geschlichen hatte. Zum Glück begann er, sie zu suchen. Und was er fand, war ein Baby in unserer Krippe. Ungläubig lauschten Tom und seine Mutter. »Ja, nun schaut nicht so. Glücklicherweise hat er das Baby gefunden. Aber ich muss jetzt sofort ins Pfarrhaus. Bergmann trommelt gerade im Auftrag des Pastors alle Kirchenältesten zusammen.« »Papa, da komme ich mit«, rief Tom. Aber Vater Wolf hatte einen ganz bestimmten Tonfall, den er gebrauchte, wenn Betteln aussichtslos war. Und in diesem hörte der Filius nun, »Tom, lass es sein, du bleibst hier und basta.« »Nein, Papa, ihr braucht mich doch. Ich kenne doch die Mutter von dem Baby.« Toms Mutter fragte sofort, »Woher willst du denn die Mutter kennen?« Tom drehte sich zu ihr um, schaute ihr ins Gesicht, schaute wieder zu seinem Vater und verkündete, »Das sage ich nur, wenn ich mitgehen darf.« Vater Wolf atmete laut aus und meinte, »Zieh dich an.« Das Pfarrhaus stand gegenüber der Kirche auf der anderen Straßenseite. Schon von Weitem sahen Tom und sein Vater Licht in der Kirche. Nicht wie üblich den rötlichen Schimmer vom Herrnhuter Adventstern, der Tag und Nacht in der Kirche leuchtete, sondern die großen Kronleuchter, die hell erleuchtet waren. Hausmeister Jörg Bergmann wedelte mit seinem Handy in der Hand den Wolfs zu, nicht gleich ins Pfarrhaus, sondern zunächst in die Kirche zu kommen. Alle Kirchenältesten waren bereits vor dem Altar versammelt.
Sie standen mitten im Stall zu Bethlehem. Wo ist denn das Baby nun? Platzte Tom mit seiner Neugierde in die Gruppe hinein. Die alte Frau Timmermann, Tom konnte sie noch nie so richtig leiden, antwortete, das Baby ist bei Pastor Götze in der warmen Stube. Und du hättest wohl auch lieber zu Hause bleiben sollen. Diese Sache hier ist viel zu ernst für einen kleinen Jungen. Tom hatte sich gerade eine passende Unfreundlichkeit zurechtgelegt, da kam ihm sein Vater zuvor. Tom hat uns etwas zu sagen. Es war mucksmäuschenstill geworden. Tom ging auf den Platz, an dem er vor 2 Stunden als Josef gestanden hatte. Er erzählte den Kirchenältesten von seinen Beobachtungen. Ich habe bei unserer Probe eine Frau gesehen. Sie stand dort hinter der Säule und hielt in einer Decke eingepackt ein Baby. Die Timmermann fiel Tom ins Wort und wollte wissen, was war das für eine Frau? Hast du sie erkannt? Der 10-Jährige schaute nicht zu Frau Timmermann. Wie gebannt sah er noch immer auf den Platz neben der Säule, an dem die junge Mutter gestanden hatte. Nein, die Frau war nicht von hier. Sie trug ein Kopftuch und einen alten Mantel. Sie hat uns bei der Probe zugeschaut. Aber ich glaube, sie wollte nicht entdeckt werden. Die ganze Zeit überblieb sie da hinten stehen. Aber ihr Baby hatte sie ganz warm eingewickelt. Das war doch garantiert eine Flüchtlingsfrau. Jetzt schleichen die sogar schon in unsere Kirche und legen ihre Kinder hier ab. Früher hätte es so etwas nicht gegeben. Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt, Frau Timmermann, fuhr Toms Vater dazwischen. Ich schlage vor, wir gehen jetzt zu Pastor Götze ins Pfarrhaus rüber und beraten, was wir machen. Zustimmendes Gemurmel löste die entstandene Spannung auf und in der warmen Amtsstube des alten Pastors saß zum Glück Heidrun und hatte das Baby bereits gewickelt und ihm eine Flasche Babymilch aufgewärmt, an der wenige Tage alte Knabe genüsslich nuckelte. Heidrun war die einzige Tochter der Götzes. Sie studierte an der nahegelegenen Hansestadt Rostock und war auf Weihnachtsbesuch bei ihren Eltern. Sie war es, die den staunenden Kirchenältesten und Tom erklärte, es ist ein Junge. Und er ist ganz bestimmt erst wenige Tage alt. »So etwas macht keine anständige Frau«, begann Frau Timmermann sofort. Nun meldete sich auch Herr Meier zu Wort. »Vielleicht sollten wir nicht voreilig urteilen. Aber wir müssen nun genau überlegen, was wir tun.« Frau Timmermann schnaufte ungeduldig. »Na, das ist doch wohl klar. Wir müssen sofort die Polizei alarmieren. Die müssen die Mutter finden und wegsperren. Und das Kind muss in ein Kinderheim.« Erschrocken griff Tom die Hand seines Vaters. Mit ruhiger Stimme meldete sich nun Pastor Götze zu Wort. Seit über 30 Jahren hütete er an diesem Ort seine Schäfchen. Von jedem Einzelnen wusste er, warum es genau so und nicht anders tickte. Er sagte im schönsten Mecklenburger Plattdeutsch, »Nun mal nicht so fix mit der Polente, Agnes. Es ist gaut, dat Heidrun grad Doris und unseren Lütten Jesus betüdern kann. Ich schlag vor, dat wie bet mit morgen Abend nix unternehmen. Ich glöf, dat de Mutter er Kind ut Verzweiflung grad bi uns in der Karg aflegt hat. Wie möten nicht glick tau de Polente lopen. Wie möten de Mutter finn und er helpen. Schnell erfuhr Pastor Götze die Geschichte von Tom und alle gingen wieder auseinander mit ein wenig Hoffnung und Vertrauen auf das, was ihr Pastor zum Schluss an der Haustür sagte, ich glöf, dat de Mutter tröch künd. An diesem Abend wälzte sich Tom noch lange in seinem Bett von einer Seite auf die andere. Wie konnte nur eine Mutter ihr gerade neugeborenes Baby in der Fremde zurücklassen? Ob die Frau von heute Nachmittag wirklich zurückkommen würde? Tom stieg noch einmal aus seinem Bett und schaute vom Fenster aus auf die dunkle Straße.
Die Straßenlampen leuchteten hell, auch die geschmückten Weihnachtsbäume vor den Geschäften ließen ihre Lichter strahlen. Aber die Frau mit dem Kopftuch, die konnte Tom nicht entdecken. Heiligabend, 18 Uhr. Pastor Götze stand mitten im Stall zu Bethlehem. Er hieß seine Gemeinde willkommen und sprach vom Weihnachtswunder. Und dann endlich begann das Krippenspiel. Nicht einen einzigen Hänger hatte Josef heute Abend. Jedes Wort seiner Rolle saß perfekt. Und doch war Tom nicht ganz bei der Sache. Seine Augen suchten in der gesamten Kirche ständig nach der Frau, die er gestern hier gesehen hatte. Als Maike dann in ihrer Rolle als Maria ihr Kind in die Krippe legte, da hörte Tom ein Schluchzen. Er verließ einfach den Stall von Bethlehem. Dann sah er die Frau und ging zu Pastor Götze. Der konnte nur nicht einfach so seine Herde allein lassen, aber er hatte vorgesorgt. Frau Götze ging mit Tom und beide verließen wenig später mit der jungen Mutter die Kirche. Sie brachten die weinende Frau ins Pfarrhaus. Verständigen konnten sie sich nicht. Weder Frau Götze noch Tom sprachen Englisch. Aber Heidrun übersetzte wenig später. Als der festliche Gottesdienst beendet war, kam Pastor Götze mit den Kirchenältesten. Zu regeln gab es nichts mehr. Sie ließen sich darüber informieren, dass Frau Kühle und ihr 5 Tage alter Sohn über Weihnachten und Silvester im Pfarrhaus eingeladen waren. Danach müsse man mit den Ämtern klarkommen und vor allem eine Wohnung finden. Toms Vater schlug vor, wie wäre es denn, wenn die Kirchengemeinde die Patenschaft für Mutter und Sohn übernimmt? Zustimmung erfüllte den Raum. Und mit Tränen in den Augen machte Frau Timmermann einen weiteren Vorschlag. Rolf ist nun schon seit 2 Jahren tot. Mein Haus ist wie ein Sarg geworden. Ich biete Frau Kühle Rolfs Wohnung an. Na, wenn dat man nicht Heiligabend live und in Farbe ist, dann will ich nicht länger euer Pastor sein, rief Pastor Götze in die Runde und umarmte Agnes Timmermann. Wenig später wünschten sich alle an der Haustür fröhliche Weihnacht. Ja, das war die Geschichte von Christian Döring und ich wünsche euch allen jetzt einen wunderbaren, entspannten Sonntag. Und wer in der Gegend von Frankfurt wohnt, ich werde heute erst werde ich predigen, heute in Schwalbach bei den Baptisten. Und heute Nachmittag bin ich dann in Neu-Isenburg auf dem Weihnachtsmarkt, wo es solche tollen Glasengel, Chutneys, Gesundheitspralinen von meiner Freundin Angelika Richter zu kaufen gibt. Von 15 bis 20 Uhr heute auf dem Weihnachtsmarkt in Neu-Isenburg. Also dann bis morgen, wenn wir das 5. Türchen öffnen. Schönen Sonntag euch!